Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 6 zur nächsten Folge. So, wir setzen die Karriere fort. In der letzten Folge sind wir ja hier ein Schaurennen gefahren. Hat leider nicht gut funktioniert, weil wir am Anfang... Unser nächstes Ziel ist die Strecke bei Long Beach, okay, die durch die Sperrung mehrerer Straßen mitten im Stadtzentrum von Long Beach entsteht. Auf solch einer Stadtstrecke kann schon der kleinste Fehler das ausbedeuten, da die gesamte Strecke von Betonbarrieren abgegrenzt wird. Oh, das kann spannend werden. Ja, was ich noch sagen wollte, im letzten Rennen sind wir ja durch einen doofen Unfall, weil einer vor uns, warum auch immer, der so stark gebremst hat, voll hinten reingefahren sind und haben das Rennen, das Schaurennen nur als 15er geschafft, ja. Tja, mal gucken, wie gut wir jetzt in der Karriere weiterkommen. Das letzte Karriererennen haben wir ja mit dem zweiten Versuch mit Platz 1 geschafft. So. Wir sind bereit und ich bin gespannt. Das wird ein sehr enges Rennen, glaube ich. Wir gehen jetzt mal kurz in Tuning-Einstellungen, weil ich habe ja den Reifendruck geändert. Ich werde den Reifendruck jetzt wieder höher setzen und zwar sogar noch einen Ticken höher als Standard. Standard war der bei 2,2. Und hier sieht man links, seht ihr Beschleunigung, 7,3 Sekunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorne dem anderen Reifendruck gebe, ne? Simuliert er halt andere Werte. Aber ich lasse jetzt auf 2,2. Ich glaube, das ist ganz gut. Also man sieht direkt, was das ungefähr ausmacht. Mal gucken, ob das gute Einstellungen sind. So, starten wir das Rennen. Und für euch als Bonus quasi, ich habe es noch gar nicht erwähnt, weil mir das jetzt beim Aufnehmen erst einfällt, aber in den vorigen Folgen wird das auch so sein. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Wenn ihr hier dieses ganze Gequatsche von mir gar nicht sehen wollt, sondern nur die Rennen sehen wollt, werde ich euch die Rennen mit den Minuten quasi in der Beschreibung verlinken. Ihr wisst das ja, bei YouTube kann man ja zum Beispiel 1 Minute 30 und dann startet das Rennen. Ihr könnt dann, wenn ihr da drauf klickt, dann wisst ihr ganz genau, zu welcher Zeit in dieser Folge ein Rennen startet und ihr könnt das ganze Gequatsche von mir einfach überspringen und kommt so direkt zum nächsten Rennen. Also das ist ein kleiner Service von mir, denn für die Leute, die einfach nur die Rennen gucken möchten und sich hier für dieses Zwischendurchgelaber nicht interessieren, denke ich mal, ist das was ganz Cooles. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob euch diese Option gefällt. So, wir starten jetzt das Rennen. Boah, ist das ein geiles Auto, oder? Also, den würde ich gerne in echt auch so haben. Also, Leute, supportet mich bei YouTube, bis ich so reich bin, dass ich jedem von euch auch so einen schicken Nissan Skyline GTR schenken kann. Ja. So, das war natürlich nur Spaß, Leute. Nur Spaß, bitte. Nicht zu ernst nehmen. Oh, die bremsen sehr früh. Aufpassen, enge Kurve und Gas geben. Gut, die Kurve konnte man so ein bisschen anschneiden. Aber hier müssen wir aufpassen. Aufpassen. Oh, sehr gut genommen. Guck mal, wir haben noch keinen berührt und haben trotzdem Plätze gut gemacht. Wo man immer aufpassen muss, guckt immer in die Rückspiegel, Leute. Wenn die zum Beispiel so wie der hinter uns jetzt so knapp neben uns fahren, dann... Und ich jetzt nach rechts ziehen würde, würde der unser Heck erwischen. Und so könnte man sich selber, ja, zum Drehen bringen. Also da müsst ihr echt aufpassen, es ist nicht ungefährlich. Also ihr müsst immer mit einem halben Auge auch euer Rückspiegel beachten und gucken, was hinter euch los ist. Denn das ist beim Autorennen gar nicht uninteressant, wirklich nicht. Ihr werdet das mal merken, wenn ihr das Spiel selber spielt, dass man da schon gut drauf achten muss. So. Ich glaube, beim nächsten Rennen werde ich die Musik
Die macht das Ganze zwar ein bisschen spannend, aber... Oh nein, ich zu spät gebremst. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Verdammt. Motorschaden. Oh nein. Oh nein. Leute, wir sind Schrott. Wir müssen neu starten. Seht ihr das? Ich gebe Vollgas und der Wagen... Seht ihr das? Der fährt kaum noch. Also ich kann euch das... Ich zeige euch das mal... Da, der tut gar nichts mehr. Die Kupplung, alles ist am Arsch. Wir müssen neu starten. Oh nein, zu spät. Siehst du das? Einmal zu spät gebremst. Und schon... Wow, das liebe ich ja an dem Spiel eigentlich. Das ist das, was das Spiel so... Wo man richtig unter Strom steht, während man fährt. Und wir gehen jetzt mal aber auch kurz... Können wir das hier einstellen oder während des Rennens kurz machen? So, warte mal. Geh mal hier in die Optionen. Audio, genau. Und Musik während des Rennens. Schade. Sollen wir die ausmachen oder anmachen? Ich mach die mal aus und dann seht ihr mal in der Folge den Unterschied. Das war jetzt natürlich ein schlechter Start, weil ich im Menü war. Naja, egal. Keine Ausreden. Also, schreibt mal bitte in die Kommentare auch, was euch besser gefällt. Musik oder ohne Musik während der Rennen. Ich meine, die Musik, die macht das Ganze auch nochmal so einen Ticken spannender. Kann aber auch ein bisschen nerven. Schreibt mir einfach mal, wie euch das gefällt. Mir ist es relativ egal. Schade ist nur, dass man die Musik nicht separat leiser machen kann. Mal gucken, vielleicht kann man das im Hauptmenü. Da werde ich mal nachschauen noch. Das war die Kurve, die uns eben... Ah ne, das war noch nicht die Kurve, oder? Die uns eben ins Aus katapultiert hat. Aber das ist hier das Schwierige an so einem Stadtrennen. Dadurch, dass hier wirklich überall Beton ist. Wenn ihr hier rausrutscht... Boah, da ist ja einer neben mir. Boah, die Säcke! Da setzt er sich knallhart vor mich. Ach komm, was machst du denn da? Da bleibt er hier stehen. Aber das finde ich schön an diesen... an den Driver-Tagen. Die machen auch Fehler und die einem menschlich vorkommen. Also man hat nicht mehr das Gefühl... Also, oder nicht mehr so stark das Gefühl, dass man gegen KI fährt. Sondern die machen halt auch wirklich extreme oder auch blöde Fehler. Ich glaube, das war die Kurve... wo wir uns das letzte Mal hier so zerschlagen haben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Die sieht ja alles so gleich aus. Aber wir leben noch. Also unser Auto lebt noch. Ohne Motorschaden. Wow, das war... Da hat Googles Magie ja, sich fast rausgeschmissen. Aber er hat es noch geschafft. Wir sind hier im Windschatten. Schaffen es aber nicht, ihn zu überholen. Aber jetzt. Ich habe es ein bisschen riskiert, ein bisschen später zu bremsen. Sehr gut. Das hat's gebracht. Ist der neben uns? Wo ist der? Oh Mist, zu stark. Zu viel gerutscht. Wow, das war gut. Das war gut. Komm. Ja, ja, gut, gut mit dem Gas gespielt. Perfekt. Okay. Wir kommen nicht näher. So. Das war die Kurve, ne? Die uns letztes Mal auch... also die uns im eben... Boah, die ist auch wirklich übel, wenn man die zu spät bremst. Boah, da ist der hinter mir, ne? Ich hab das nur so... Ja. In den Kopfhörern gehört, dass da irgendein Motor hinter mir jault. Ich hab gar nicht in den Rückspiegel gerade geguckt. Der war ganz knapp hinter mir, ne? Also, vergesst nicht. Achtet immer auf den Rückspiegel. Das kann euch auch... Das kann das ausbedeuten, wenn einer Blödsinn hinter euch macht. Und, wow. Jetzt rutscht sich ein bisschen...
Komm schon, komm, 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 komm. Yeah. Ha. Noch eine Runde. Vielleicht schaffen wir es sogar auf den ersten Platz. Das wär's. Ja, wir haben sogar oben wieder einen neuen Rivalen geschlagen und bekommen jetzt einen nächsten. Das heißt, man bekommt diese Rivalen immer einfach zugewiesen und ja, muss einfach die Rundenzeiten von denen schlagen. Ich weiß gar nicht, was für Vorteile einem das bringt, also was man davon hat, wenn man die Rivalen schlägt. Aber wie gesagt, da wollte ich mich ja mal informieren und euch darüber berichten. Aber ich befinde mich immer noch in derselben Aufnahmesession seit der dritten Folge. Deswegen weiß ich da noch nichts drüber. Okay, okay, okay. Los, 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 los. Ich muss ihn kriegen. Aber ich darf nicht zu übermütig werden. Ah, schade. Project K3. Verdammt, er hat es geschafft. Wir werden ihn nicht mehr einholen, aber wir sind Zweiter. Das ist eine gute Platzierung. Das ist echt eine gute Platzierung. Man wird nicht immer Erster bei diesem Spiel. Außer man hat die Driver-Tare, die Schwierigkeit zu niedrig gestellt. Dann ist das auch kein Thema, immer Erster zu werden, wenn man relativ gut fahren kann. Aber finde ich, das macht ja auch keinen Spaß, oder? Das sind dann halt keine spannenden Rennen. Die Rennen leben ja davon, dass man sich hinter einen hängt und Stoßstange an Stoßstange fährt, im Windschatten versucht, in der nächsten Kurve ihn irgendwie zu überholen. So, ich denke mal, ja, ich gucke gerade auf die Zeit. Wir haben noch Platz und genug Zeit für das nächste Rennen. Als nächstes steht ein Rennen im historischen Prag an. Kopfsteinpflaster und die Schienen der berühmten Straßenbahn werden der Federung und den Reifen ihres Autos einiges abverlangen. Okay. Okay, ich habe auch jetzt gerade bei dem Rennen gemerkt, ich glaube, mein Reifendruck war doch ein bisschen zu hoch. Ich bin ein Ticken zu viel gerutscht in den Kurven. Ich glaube, den muss ich wieder etwas runtersetzen. Ich werde den nicht auf 1,9 setzen wie bei den Regenrennen. Ich werde den mal auf 2,0 setzen. Mal gucken, ob das besser ist. So, Tuning-Einstellung. Und diese Meldung brauchen wir nicht mehr. Und setz den mal auf 2,0. Ja, Beschleunigung, da tut sich nicht viel, aber ja, wir testen das mal. Wir übernehmen die Einstellung und starten das Rennen. Das wird auch wieder ein schwieriges Rennen, da man hier nicht viel Auslaufzone hat oder teilweise ab und zu ein paar Randsteine oder Gehwege. Ansonsten kommt da dann direkt wieder die Mauer. Ich glaube, das war ein ganz guter Start ohne durchdrehende Reifen. Das hört sich zwar immer sehr cool an, wenn die Reifen durchdrehen, aber ist für den Start überhaupt nicht gut, weil man dann langsamer wegkommt. So, die ersten Kurven sind aber sehr spannend, weil das Feld ja sehr nah beieinander ist und wir uns gegenseitig ganz übel wehtun können. Und das wollen wir ja nicht. So, ich habe gerade mal einen kleinen Blick auf die Karte geworfen, um zu gucken, was so noch kommt. Wow! Habt ihr gesehen, wie das Lenkrad, wie quer das gestanden hat? Da habe ich den Wagen gerade noch mal fangen können. 10. Platz. Na komm, wir driften ein bisschen. Versuchen es mal an denen vorbeizukommen. Oh, sehr gut, sehr gut. Art Oft ist 4. Platz und den schnappen wir uns auch jetzt. Ich liebe die Soundkulisse von Forza. Die mochte ich schon immer. Aber die wird, finde ich, auch... Boah, was machst du denn? Hör mal zu! Mann, 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 da... Der
Also der hat das ja nicht extra gemacht, der lustige Driver Tar. Nein, er hat untersteuert in der Kurve. Er ist, ja, rausgedriftet, dann haben die Reifen wieder gepackt und ist halt, hat das Lenkrad noch zu stark nach links gehabt und ist halt in die Kurve reingefahren. Und deswegen hat er mich so stark auf einmal von der Seite gerammt. Das sind so Momente, wo man dann denkt so, yeah, yeah, die Kurve, die kriegen wir richtig gut und dann auf einmal rammt einen einer weg. Wir haben ja jetzt eben noch Glück gehabt, uns ist nicht viel passiert. Aber das kann einem ganz schön das Rennen auch komplett versauen. Was mir ja bei einem Ligarennen passiert ist, ja, wo ich dann rausgerammt wurde, ja, und dann alle Plätze verloren habe. Und das kriegt man auch nicht mehr gerettet, vor allen Dingen nicht, wenn man bei so einem Ligarennen gegen echte Gegner fährt. Ah, zu viel gedriftet. Das hätte ich besser machen können. Das ist echt eine geile Strecke. So, zwei Runden. Die erste Runde ist jetzt gleich geschafft. Und mal gucken, ob wir noch Erster werden. Wir müssen jetzt auf jeden Fall, dürfen wir keine Fehler machen. Ja, er macht Fehler. Das ist gut. Oh, der hinter uns, der war sehr nah. Gut gefahren. Wow. Oh, oh, nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Das ist immer so mega spannend, wenn man so die Mauer auf sich zukommen sieht und denkt so, nein, 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 nicht. Aber man hat es geschafft. Nein, nein, jetzt. Aber ja, da überholt er mich. Das gibt's doch nicht. Der Koma. Unglaublich. Kriegen wir den noch? Ach klar, den kriegen wir noch, oder? Oder? Ach komm schon, gib Gas. Ich glaube, da bin ich ein bisschen zu viel gerutscht. Ja. Yeah. Naja, zumindest wird der Abstand nicht größer. Vielleicht haben wir noch eine Chance jetzt, ihn zu kriegen. Ah, er hat sich auch ein bisschen verbremst. Das war gut. Ich glaube, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir, den kriegen wir. Nein, nicht rammen, nicht rammen. Hallo, bisschen fair bleiben. Wir haben es geschafft, glaube ich. Oh, oder auch nicht. Na, bei dem Spiel darf man sich echt nicht zu früh freuen und muss konzentriert bleiben. Weil wenn ich einen kleinen Fehler mache, dann hat er uns wieder. Und der wartet nur darauf. Der wartet hinter uns nur darauf, dass wir so einen klitzekleinen Fehler machen. Der hängt echt am Arsch, ne? Nein, 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 bitte nicht. Totale Drift-Action. Ist der neben uns? Ja. Okay, ich fahre ein bisschen links, um den vielleicht abzudrängen. Das hat geklappt. Wow. Ja, das war doch ein spannendes Rennen. Neues Abzeichen, routinierter Fahrer, na klar. Wow, 132.000 haben wir mittlerweile angesammelt. Und nochmal 3.000 für Nissan Stufe 2. Nicht schlecht, ja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Oder so, warte mal, ich glaube, wir haben die Staffel beendet, oder? Ich drücke mal auf Fortsetzen. Glückwunsch, Sie haben die Herausforderer-Serie Superstraßenrennen abgeschlossen. Yeah. Das war jetzt die Serie 1 von 15, haben wir geschafft. Und jetzt kommt die Club-Strecken-Serie. Die machen wir dann in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Forza dann. Euer No-Dash-Bro. Ciao, Leute.